ganz herzlich willkommen hier bei der TU München. Ich bin also von Raden, von der Reise angereist. Und ich habe heute erst erfahren, dass TU München zu den weltweit besten Universitäten überhaupt gehört. Und insofern passt diese Location natürlich auch ganz wunderbar zu dem, was wir so machen, von den Filmfall Filmmakers. Denn wir sind die beste Plattform auf der ganzen Welt für Filmschaffende. Die ein Festival, eine Mediathek, ein Netzwerk und einen Marktplatz unter einem Dach vereint. Einfach aus dem Grund, weil wir die Gäste sind, die das machen. Die Unified Filmmakers gibt es seit 2020. Wir sind sozusagen ein ganz klassisches Corona-Baby. Natürlich keins, das aus der Weile entstanden ist, sondern ein Kind der Liebe zum Film. Ja, genau wie ein Kind ist es auch mit der audiovisuellen Sprache. Das verändert sich, das entwickelt sich. Wohin genau die Reise geht, kann man eigentlich noch nicht so richtig sagen. Das wollen wir heute herausfinden, hier auf der Bühne mit unseren großartigen Gästen, die ich jetzt vorstellen darf. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist. Dr. Susanna Randall ist hier bei uns. Und sie hat einen Beruf, den ich persönlich bislang nur aus Kinofilmen kenne, denn sie ist tatsächlich Astronautin. Und als wäre es nicht genug, sie auch noch Astrophysikerin, Annette Görchen, und sie ist Moderatorin. Das heißt, also, wenn ich hier heute bei sehr heißes von München kollabieren sollte, kann sie locker überlegen. Timo Wald ist hier bei uns, CEO von Serviceplan Make. Was Serviceplan ist, das wissen wahrscheinlich alle hier. Eine der größten Werbeagenturen, der erfolgreichsten Werbeagenturen des Landes. Aber was Serviceplan Make ganz genau macht, das wird er uns erzählen. Und wie sich die Bildsprache in der Werbebranche verändert, das wird er uns auch erzählen können. Tschüss, danke Timo Wald. Guten Abend. Daniel Gutor ist hier, der CEO von Aspekt 1 mit Sitz in Berlin. Das ist heute nicht in Berlin ist, sondern hier bei uns in München. Das freut mich ganz besonders. Es gibt nicht wenige Leute in Kalifornien, die sehr reich sind. Hier bei uns ist heute und nicht bei Ihnen. Es ist ganz lange her, da hat er einen Anruf gekriegt aus LA, YouTuber dran, und hat ihn eingeladen, um einfach mal den eigenen Laden zu erklären. Ist ihm gelungen und wie genau, das wird er uns auch noch erzählen. Danke. Ja, vielen Dank. Beckenbauer ist da, er ist Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter von Frau Prof. Dr. Welpe am Lehrstuhl Strategie und Organisation an der TU München. Ich lese mal vor, das Thema der Doktorarbeit heißt, wie Innovationsprozesse in dezentralen Formen durch das Web 3.0 ermöglicht wird. Also du bist quasi die Zukunft, du schaust professionell in die Verse für was du ist, und er wird versuchen, der Generation 2000 heute mal das Web 3.0 zu erklären. Ja, hoffe ich auch. Ein schönes Herz. Susanna Randall, also ich habe schon erzählt, du musst ganz kurz, auch wenn es eigentlich nichts mit unserem Thema zu tun hat, aber du musst es kurz erklären. Du sollst die erste Astronautin Deutschlands werden. Sollte. Also ich bin noch in Ausbildung, deswegen mag ich den Titel Astronautin nicht, weil das noch nicht stimmt. Genau, ich bin Astronautin Trainee, also ich trainiere dafür, um ihm als erste deutsche Frau in den Weltraum zu gehen. Ja, aber wenn, dann bist du es. Oder meine Kollegin Insatina Eich. Also wir sind zwei deutsche Frauen, die dafür trainieren, dass eine von uns in den Weltraum fliegen wird. Also ja, wir sind so zweit. Wir drücken dir die Daumen. So, und außerdem machst du die Menschen schlauer, und zwar so, ohne dass sie es gleich merken, du bist quasi der Alkohol unter den Influencern. Du machst deine Rezipienten schlauer, ohne dass sie es merken. Wenn man auf deinen YouTube-Channel geht von Terra X, dann gibt es da kleine wissenschaftliche Filme, die Wissenschaft greifbar machen. Was ich interessant finde, ist, dass Terra X denn eine sehr qualifizierte Sendung ist im Bewegtbild, im Fernsehen. Warum, und das wäre meine erste Frage an dich, warum braucht denn das Fernsehen jetzt auch noch ein eigenes Format auf YouTube? Also ich denke, auf YouTube erreicht man ganz andere Menschen. Vor allen Dingen erreicht man die jüngere Generation. Also ich selber schaue überhaupt kein analoges Fernsehen mehr. Mein Fernseher funktioniert auch gar nicht mehr, seitdem das irgendwie auf digital umgestellt wurde. Und die meisten jungen Menschen schauen eben on demand. Also auch wenn sie es auf dem Fernseher schauen, schauen sie halt eben gerne YouTube, Netflix, was auch immer.
Und man hat natürlich auch auf YouTube viel mehr Freiheit. So eine Fernsehsendung, das wird extrem aufwendig produziert, da werden die Texte vorher geschrieben, da muss alles von 1000 Leuten abgenommen werden. Bei YouTube hat man einfach viel mehr Freiheiten, auch gerade, ich würde sagen, eher wissenschaftlich anspruchsvollere Sachen zu bringen, als man es im analogen Fernsehen machen kann. Und deswegen finde ich eben Terra X, Nash & Co. und den YouTube-Channel so faszinierend, weil wir da eben viel tiefer in die Themen einsteigen, als es im Fernsehen möglich ist. Ach, eigentlich hätte ich es genau andersrum gedacht, eigentlich. Das musst du mir kurz erklären. Es ist jetzt nicht so, dass man Terra X nimmt und das Ganze ein bisschen kürzer klippt und ein bisschen dynamischer schneidet, sondern das ist schon eine ganz eigene Produktion. Inwiefern kann es tiefer gehen? Denn die Sendung dauert länger oder kürzer? Nee, die Clips sind so zwischen, normalerweise zwischen, ja, 10 und 20 Minuten, würde ich sagen. Aber wir haben halt eben eine Zuschauerschaft, die sehr spezialisiert ist. Also wenn man jetzt abends ZDF schaut, dann ist ja jeder dabei. Dann sind Leute dabei, die sich vielleicht ein bisschen dafür interessieren, sonst würden sie nicht schauen, aber die haben ja meistens keine wissenschaftliche Vorbildung. Und bei YouTube haben wir eben wirklich, können wir ganz gezielt diese Gruppen ansprechen, die sich wirklich für das Thema interessieren und die auch eine gewisse Vorbildung haben. Und deswegen können wir tiefer einsteigen. Wo gibt es denn mehr? Im linearen Fernsehen, bei Terra X oder bei deinem YouTube-Channel? Ich weiß tatsächlich nicht, wie viele Leute Terra X im analogen Fernsehen schauen. Ich glaube, es kommt auch extrem auf die Sendung an. Bei uns bewegt sich das normalerweise zwischen 100 und 800.000 Views. Also wir haben über 1 Million Abonnenten jetzt auf dem Kanal und also wir generieren viele Views. Ich weiß nicht genau, wie sich das mit meinem Fernsehen vergleicht. Ja. Ist natürlich auch viel leichter zu erheben, ne? Wenn man Klickzahlen sieht, wäre das Fernsehen ja immer so die seltsamen Zuschauer zwischen, was ist das, 14 und 49, die da hier läuft, und das Ganze hochgerechnet wird. Ich weiß nicht, ob es noch 15.000 Haushalte sind in Deutschland. Timo, du nickst gerade, du kennst dich damit aus. Wir sprechen gleich mit den Werbezahlen im linearen Fernsehen. Kannst du bestimmt jetzt noch was erzählen, wie man die Zuschauer überhaupt noch erheben kann im linearen Fernsehen. Du siehst die Klicks natürlich direkt unter den Videos oder die Abonnenten, die geschickt sind. Genau, also man sieht, wie viele Leute das liken, wie viele Leute das geschaut haben. Und ja. Wobei ich das YouTube-Algorithmus sehr, sehr spannend finde. Vielleicht erzählst du dazu noch mal was, weil das kommt meiner Meinung nach überhaupt nicht auf die Qualität in, nach meiner Meinung an einer Sendung, sondern auch darauf, welches Thema gerade in ist, wie der YouTube-Algorithmus gerade drauf ist, ob der uns irgendwie abstraft, weil wir davor irgendwie ein anderes Thema gemacht haben, was er nicht so toll fand. Das ist wirklich sehr dynamisch, würde ich sagen, wie gut jetzt ein Clip läuft. Okay. Was haben ein YouTube-Video und ein Raketenstart gemeinsam? Die ersten Sekunden sind entscheidend. So, ich habe nämlich gelernt, dass der YouTube-User innerhalb der ersten 3 Sekunden entscheidet, ob er dranbleibt oder weiterklickt. Stimmt das? Das wird mir von unseren Leuten so gesagt und ich glaube das auch. Also klar, ich bin ja auch so, also gerade wenn man sich kürzere Sachen anschaut oder wenn man nicht weiß, wie man gerade scrollt, ein bisschen langweilig ist abends, natürlich sind die ersten Sekunden komplett entscheidend, ob man sich den ganzen Clip anschaut oder nicht. So, das heißt, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Erzählsprache, die da herhalten muss. Wir haben uns mal durchgeklickt mit deinem Videos und wir können ja mal erzählen, die ersten 3 Sekunden, ob ihr dranbleiben würdet. Bitte schön, wir schauen mal deinen YouTube-Kanal an. Heute nehme ich euch mit an einen ganz besonderen Ort. Nur wenige Menschen haben hier Zugang. Hier sieht's aus wie auf dem Mars oder vielleicht auf dem Mond. Aber ich befinde mich noch auf der Erde. Und zwar in der chilenischen Atacama-Wüste, einem der trockensten Orte der Welt. Der Himmel hier ist klar wie nirgends sonst und somit prädestiniert für die größten Teleskope der Welt. Dieser Ort ist magisch. Der verrückteste Arbeitsplatz der Welt. Denn wo sonst könnten James Bond, schwarze Löcher und künstliche Sterne zusammentreffen? Das sind natürlich dann sehr schnell sehr viele Superlative in der Anmoderation, um klar zu machen, das ist was jetzt an uns, was man tut. Was hat diese Erzählsprache und diese Bildsprache für euch zur Folge, für die Business-Behandlung? Also, das hat aber zur Folge, dass die Leute, wir nennen das einen Hook, also einen Haken auf Deutsch, dass wir die Leute eben an den Haken bekommen, wie so ein Fisch. Nur, dass wir die Leute nicht essen wollen, sondern denen etwas einbringen möchten und die im besten Fall auch noch Spaß daran haben. Aber es geht wirklich darum, einfach ein Thema zu nehmen, dass wir sagen, super, und dann am Ende, du sagst, ich finde das mit Alkohol eigentlich sehr, sehr schön. Ja, dann beim Alkohol, genau, sagst du, oh, das ist süß, schmeckt gut, ach, das ist
schreibe ich mir jetzt ein und am Ende hat man dann hoffentlich was gelernt. Warum ist es wichtig, Wissenschaft heute so aufzubereiten, dass es auch noch YouTube-Zuschauer schafft? Mit den neuen Medien, mit dem Internet, mit sozialen Medien, YouTube und so weiter, haben wir jetzt einfach die Möglichkeit, nischigere Sachen zu kreieren. Also wir können eben uns jetzt leisten, solche Formate zu machen. Wie ich schon gesagt habe, ist ja das YouTube-Format sehr viel wissenschaftlicher, steigt sehr viel tiefer ein. Und das kann man im linearen Fernsehen nicht bringen, weil man da einfach alle Leute entertainen muss. Und ich glaube, wie wichtig Wissenschaft ist und wie wichtig es auch ist, dass die Allgemeinbevölkerung wissenschaftlich diskutieren kann und auch ein bisschen versteht, worum es geht, das haben wir in der Corona-Zeit, denke ich, alle sehr, sehr klar gesehen. Und das ist natürlich nach wie vor, das gilt nach wie vor. Du bist Astrophysikerin und forscht selber. Wie häufig benutzt du denn für dich, für deine Forschungsprojekte audiovisuelle Inhalte? Weil ich jetzt auch fachliche Präsentationen zum Beispiel ganz, ganz anderen Augen sehe, seitdem ich eben diese YouTube-Geschichte mache. Also in der Wissenschaft geht es ja null darum, eine Story zu erzählen. Es geht einfach nur darum, die Fakten zu erklären und dann die anderen, die das dann lesen, die diese Paper, sogenannten Paper lesen, davon zu überzeugen, dass man recht hat. Aber es geht nicht darum, eben zu entertainen, dass die anderen Leute Spaß daran haben. Die müssen es irgendwie lesen, weil das der Job ist und da werden sich natürlich das Thema interessieren. Aber jetzt, wenn ich mir jetzt Präsentationen anschaue, bei Wissenschaftskonferenzen oder auch wissenschaftliche Paper lese, muss ich sagen, da langweile ich mich sehr, sehr schnell, weil da extrem viele Details drin sind und ich das jetzt auch fast anders kenne. Und ich glaube, wir können tatsächlich auch in der Wissenschaft, wir können auch in der wissenschaftlichen Papern ein bisschen davon profitieren, diesen Ansatz, dass wir es versuchen, irgendwie doch interessant zu machen, auf eine andere Weise, das können wir mitnehmen und vielleicht so auch die Wissenschaft ein bisschen weniger trocken machen. Mhm. Jetzt gibt es nur diesen Dreiklang, YouTube, Podcast, Buch. Tatsächlich hast du auch ein Buch geschrieben. Zwei Fragen, wo verhandelt es? Und zweite Frage, wann wird es verfilmt? Also ich würde das super gerne verfilmen, das ist eine tolle Idee. Ich glaube, da ist bis jetzt noch keiner drauf gekommen. Der Arbeitstitel dieses Buches war Regenbogen des Kosmos. Es geht darum, dass wir tagtäglich von Strahlen umgeben sind und wir nur einen ganz, ganz kleinen Teil dieser Strahlung sehen. Und mit diesem speziellen Teleskop, mit dem können wir das unsichtbare Universum sehen und so einfach Sachen, die uns vorher verborgen blieben, sichtbar machen und so dann ganz andere Prozesse verstehen. Vielen Dank, dass Sie hier waren, es ist Herr Runge. Timo weitergeben, denn ich habe gerade noch gedacht, also innerhalb der ersten Sekunden muss man die Zuschauerschaft in die Fesseln. In der Werbung geht es wahrscheinlich ganz leicht einfach mal zu Hause, oder? Ist das immer noch so? Ja, oder Kinder oder Tiere. Ne? Ach, ja. Oder nackte Tiere. Ah. Vielleicht ist es so. Serviceplan und Schulsamt, eine der erfolgreichsten Werbeagenturen seit Jahrzehnten. Was genau ist Serviceplan Make, wo kommt die Beziehung? Die Serviceplan Make ist quasi die Produktionsunit der Serviceplan. Also wir sind der Serviceplan in verschiedene Subgruppen organisiert. Es gibt die Kreativen, es gibt die Leute, die sich sehr viel um Digital und Technologie kümmern, es gibt Leute, die sich um Media kümmern und eben auch Leute, die sich um die Produktion kümmern, weil wir unseren Kunden ein ganzheitliches Angebot machen wollen. Und mein Bereich ist tatsächlich die Umsetzung für die Produktion. Okay. Welchen Ansatz müsst ihr bei der Form? Es gibt wahrscheinlich kleine andere Ansprüche als noch vor 15 Jahren. Einfach, ne, wie er gerade auch sozusagen deutlich gemacht hat, die Ausschüttungsmöglichkeiten, die drei Ansätze. Auf jeden Fall, also das ist das, wo unser tägliches Brot, mit dem wir uns auseinandersetzen, ist, wie erreiche ich die Zielgruppen, an welchen Touchpoints am idealsten. Das bringt auf jeden Fall vor riesige Herausforderungen, weil sie einfach eine wahnsinnige Anzahl an Content benötigen, allein schon, um TV und die sozialen Medien oder digitalen Medien zu füllen, ist es heute einfach deutlich komplexer geworden. Und es funktioniert eben auch nicht so, dass man einfach etwas, was in linearen TV funktioniert, ins Digitale überträgt. Das wird einfach nicht funktionieren. Das ist genau, wie es Sarah das gesagt hat, man könnte, glaube ich, eine normale 3-Sendung auf YouTube stellen, die würde wahrscheinlich 10 Klicks bekommen am Ende. Also einfach anders erzählt werden und es anders angehen. Und eben das auch dieses Unternehmen, auf jeden Fall die Unternehmen, die eben sich auch so rein präsentieren wollen, große Unternehmen. Das ist die große Herausforderung, von denen wir jeden Tag stehen. Ja. Aber wie bereitet ihr den Überblick? Wer ist der Taktgeber? Also ist es immer noch der 3-Liegen-Spot oder ist es die Klickzahl im Netz?
woran orientiert ihr euch denn? Ja, wir orientieren uns immer an einem großen Narrativ, das wir entwickeln für ein Unternehmen. Also es geht natürlich schon auch eine Geschichte zu erzählen über ein Unternehmen, über ein Thema. Dieses große Narrativ muss entwickelt werden. Und dann muss ich mir überlegen, wie erzähle ich dieses Narrativ jetzt in einem linearen TV-Spot-Format, in einem YouTube-Format, vielleicht aber auch in einem 6-Sekunden Social Media Asset. Das sind einfach verschiedene Erzählmuster. Wir wollen natürlich immer die gleiche Message konsistent für die Unternehmen kommunizieren. Und daher müssen wir uns Gedanken machen, wie wir eben diese Narrative anpassen auf verschiedene Medien, auf verschiedene Touchpoints. Und das funktioniert auch nicht immer gleich. Das kommt immer sehr darauf an, ja, wo der Eingang am Ende auch ist. Also wo catche ich die Leute als allererstes? Ist es wirklich klassisch so, dass ich sie immer noch im TV abhole und sie digital nur verlängere und die Geschichte da weiter erzähle? Oder fragt sich sie wirklich schon im digitalen Raum, verlängert es nur noch für die breite Öffentlichkeit quasi ins lineare TV? Ja, aber es ist natürlich auch Filmemacher hier vor Ort. Das interessiert mich auch. Ändert sich das Storytelling denn von Plattform zu Plattform? Oder anders gefragt, Timo, wer hat die Hotelle denn ausgelegt? Warst du das? Mein Hemd habe ich mir ausgelegt heute. Hast du ausgelegt? Okay, ich frage gestern, weil ich früher tatsächlich sehr viel Werbung gemacht habe. Ich habe unter anderem einen Werbespot gemacht für Kerstin, der lief weltweit. Und das Storytelling war, ich war die Mutti, die dem Vati das Hemd auslegt. Und ich sagte, also seid ihr sicher, ich bin nicht hier, mein Mann, ich hänge aus. Doch, die Glocken sind auch aus der Mittagabend. Das ist jetzt gerade mal 10 Jahre her. Hat sich die Werbung verändert? So ja. Oder ist das Storytelling immer noch verankert in einer alten Welt, nur die ausgeformt sind? Das unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen. Ja. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die ganz alten Geschichten erzählen oder einfach ihre Markengeschichte weitererzählen wollen. Sehen wir jetzt zum Beispiel mal ein Unternehmen, jetzt Ferrero zum Beispiel. Also arbeitet schon so relativ klassisch und das funktioniert ja auch seit 30 Jahren hervorragend. Andere Unternehmen müssen sich verändern. Die Automobilindustrie zum Beispiel hat ganz andere Herausforderungen. Die müssen auch ganz anders kommunizieren, als das vor 10, 15 Jahren gemacht haben. Die müssen auch über ganz neue Vertriebswege zum Beispiel nachdenken. Während, wie gesagt, ein Schokoriegel, wenn man nur im Supermarkt kaufen will, ich glaube, Schokoriegel lässt du auch nie im Internet bestellen. Ja, aber heute ist es zum Beispiel so, wenn du anfängst, die Autowerbung im Internet anzuschauen, ja, und du hast einmal bist du einem Hersteller auf die Seite gegangen, hast dir mal ein großes Auto konfiguriert, kann ich dir versprechen, dass jeden Spot, den du im Digitalen siehst, mit roten Autos zu füllen sein wird. Ah, okay, interessant. Wenn du das mal mit dem Blauen gemacht hast, wäre die wahrscheinlich eher blau sein. Ja. Wir kennen einen Batman, der ist für die ersten, hoffe ich. Du bist quasi John Raver 3.0, I don't know. Was ist denn der beste Werbespot, den du so kennst? Was hast du was mitgebracht? Ne? Einer deiner Lieblingsspots. Ich kenne sehr viele. Ich glaube, ich habe euch eine Sache mitgebracht, die eben auch digital ein wenig geboren ist und die vielleicht wahrscheinlich die erfolgreichste Arbeit war, die wir die letzten 2 Jahre gemacht haben. Ja. Ist für eine Supermarktkette, ist für Penny. Heißt der Wunsch. Wollt ihr sehen? Ja! Bitteschön! Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Ich wünsche mir, dass du nicht immer zu Hause rumhängst. Dass du dich einfach rausschleichst. Ja, ich bin gleich da. Wir nicht wissen, wo du bist. Ich wünsche mir, dass Papa dich abholen muss. Weil du viel zu viel getrunken hast. Ich wünsche mir, dass du die Schule schleifen lässt. Weil dir alles andere wichtiger ist. Weil es dir scheißegal ist, was ich davon halte. Ich wünsche mir, dass du hier heimlich eine Party feierst.
Und dass du diesem Mädchen endlich sagst, dass du sie liebst. Ich mag dich. Ich mag dich auch. Und dass sie dir das Herz bricht. Das Wort dauert 3 Minuten und 49 Sekunden. Eine Ewigkeit. Jetzt reden wir gerade die ganze Zeit darüber, man muss die Leute so schnell catchen. Wir kennen es auch alle selber bei uns mittlerweile, dass man schnell weiter scrollt oder swipet. Warum zum Henker ist dieser Spot, der ist also klar Corona-Zeit, 2 Jahre alt oder was, warum ist der so erfolgreich gewesen? Auch in Cannes hat er Preise abgeholt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gewonnen letztes Jahr in Cannes, was man so gewinnen kann. Ja, aber warum so ein langer Film, der auch sehr eine ganz lange. Ja, gut, also erstmal fängt er natürlich auch sehr emotional an. Das heißt, er fängt natürlich schon an, irgendwo die Leute auch zu catchen. Er ist sehr atmosphärisch von der ersten Minute an. Und ich glaube, dass er einfach in der Zeit rausgekommen ist, wo Menschen sich auch ein bisschen mehr Zeit genommen haben. Natürlich, es war in der Corona-Zeit, Menschen haben sehr, sehr viel mehr konsumiert. Und er hat einfach ein Thema aufgenommen. Ja. Also ich glaube, was heute einfach wahnsinnig wichtig ist, wir sprechen immer über Topicality, das heißt, man muss die Leute mit dem Thema ansprechen, und zwar sehr direkt und sich das auch am Ende auch trauen. Und das ist ein bisschen auch, was Susanna vorhin gesagt hat, ist auch in der Werbung so, dass man sich wahrscheinlich im Digitalen mehr getraut, als man sich dann in einem linearen Format oder im TV auch getrauen würde, weil man die Leute einfach zielgerichtet ansprechen kann. Aber wie passt das zusammen? Einerseits muss man, wie man das bei dir gesehen hat, in den ersten Sekunden die Leute catchen mit Superlativen, mit irren Bildern, was man nicht gesehen hat, schnelle Schnitte, kurze Häppchen. Und andererseits sagst du, nein, man muss Inhalte wecken, man muss Emotionen wecken. Wie kann man das? Ja, also ich glaube, für mich ist YouTube auch wieder, also für uns, also diese ersten 3-Sekunden-Thematiken, die haben wir eher im Social-Media-Bereich. Also für mich und für uns, also ich bin jetzt YouTube nicht wirklich ein soziales Medium. Also für mich ist YouTube eher eine Suchmaschine, um ganz offen und ehrlich zu sein. Aha. Ich glaube, dass Menschen einfach wahnsinnig viel suchen, wenn jemand auf YouTube geht, will er über irgendwas informiert werden. Das ist, man sagt auch, die 2 größte Suchmaschine der Welt nach Google. Mhm. Und deswegen kann man in YouTube so ein Format schon mal bringen. Also aus YouTube heraus wird er natürlich auch in den sozialen Medien geteilt, aber wenn ich jetzt rein in den sozialen Medien, heißt das Facebook, Instagram, TikTok und so weiter und so fort benutzt, da muss man mit Sicherheit kürzer und schneller zum Punkt kommen. Ja, und ich glaube persönlich immer daran, dass wirklich gutes Storytelling immer funktionieren wird. Also das wird einfach funktionieren. Und so war das auch bei diesem Film gewesen. Ist jetzt aber, wie gesagt, echt auch ein Sonderformat. Vielleicht mag ich die Kampagne deswegen auch so sehr. Auch was drumherum gebaut wurde, ist einfach schön gewesen. Sich was getraut hat die Firma Viva, die ich vorher auch nicht kannte. Und die hat tatsächlich jetzt eine Werbung geschaltet anlässlich der Wahl zum Landrat in Thüringen und hat das hier in den letzten Stunden vor der Wahl gepostet. Sonneberg, du hast die Wahl, steht da. Jugend vernaschen, nicht die Demokratie. Ist das ein Trend, dass mittlerweile Firmen sich vielleicht mehr auch positionieren, eventuell sogar so krass wie politisch einmischen? Also ich persönlich finde eine so stark politische Message für ein Unternehmen immer schwierig, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, weil eben auch gerade die jüngere Zielgruppe erwartet das von einem Unternehmen, dass sie sich positionieren zu gewissen Themen. Sei es Diversität, sei es Frauengleichberechtigung in Führungsetage und so weiter und so fort. Das sind alles so Themen. Umweltschutz natürlich. Da muss man sich positionieren. Ich glaube, gerade die jüngere Generation verlangt das auch von Unternehmen, weil sonst wirst du nicht mehr glaubwürdig. Wie glaubwürdig ist das, wenn mittlerweile Firmen sich versuchen, einen modernen Anstieg zu geben? Reicht das aus oder brauchen wir deshalb die Influencer? Auch Influencer sind am Ende gekaufte PR-Maschinen für ein Unternehmen natürlich auch. Ja.
Ihr kauft natürlich auch Filmregisseure für Werbung. Einige profilieren sich damit sehr. Es gibt auch viele Werbefilmer, die irgendwann Spielfilme gemacht haben. Und da so eine Bildsprache, eine Werbebildsprache benutzt haben. In den 80ern zum Beispiel war es ja wahnsinnig modern. Ich erinnere, dass in Interviews mit Regisseuren, dass sie häufig das nicht erwähnt haben wollen, sich dafür so ein bisschen schämen, ne? Dass sie dafür Geld dann halt irgendwie Werbung machen. Wie findet ihr denn eure Filmemacher jetzt mit einer neuen Bildsprache, die ihr braucht? Zum Beispiel für Social Media. Ja gut, zum einen haben wir Leute, die natürlich den Markt scouten und sich natürlich auch auf Filmfestivals in Universitäten rumtreiben. Ja, zum Beispiel auch, wenn es jetzt wirklich komplex wird, dann hören wir uns natürlich auch international um und holen uns Input von Filmproduktionen. Wenn es jetzt um ja, in andere Richtung geht, wo ich jetzt mal sagen würde, das ist vielleicht nicht ganz so komplex, dann macht man das auch ganz, machen wir das natürlich auch schon in-house. Wir machen auch komplexe Geschichten in-house. Es kommt immer darauf an, wie man an die Leute am Ende rankommt. Ja. Ja, oder das Ausland kommt hierher und probiert hier Leute abzuwerben, was mich zu Daniel Guthor bringt. Ja, ich habe gerade schon gesagt, du bist spezialisiert. Du musst ein bisschen mal erzählen über deine Firma, die du gegründet hast. Du nennst dich einen digitalen Architekten. Was heißt das? Und das heißt, dass wir wie ein Gebäudearchitekt digitale Architekturen mit quasi Planung bis hin zur Ausführung machen. Also quasi die Konzepte bis hin zur Umsetzung. Ja, das klingt jetzt erstmal so ganz normal, aber tatsächlich bist du absolut spezialisiert. Du siehst Potenzial nicht nur im Storytelling, sondern im Storyliving. Kannst du das kurz erklären oder versuchen, bevor wir... Ja, es ist, glaube ich, ein ganz griffiger Begriff. Storytelling kennt wahrscheinlich jeder. Man bekommt eine Geschichte erzählt, hört sich die an und macht was draus. Und das Storyliving ist eben ein viel interaktiverer Ansatz, bei dem die Story von dem Erlebenden mitgestaltet wird. Das kennt man vielleicht von diesen Choose-Your-Own-Adventure-Büchern von früher, wo es dann hieß, okay, jetzt lies auf Seite 22 weiter, wenn du den Wolf bekämpfen willst, oder lies auf Seite 3 weiter, wenn du flüchten willst. Und das gab es so eine Zeit in den 80ern, da konnte man anrufen beim Fernsehen, beim Film und konnte entscheiden, je nachdem, wie viele Leute angerufen haben, wurde ein anderes Ende eingespielt. So ähnlich ist das bei uns, nur viel schneller getaktet, weil die Filme sich in Echtzeit quasi anpassen, basierend auf dem, was die Software erkennt, was der Nutzer macht. Also sprich, wenn jetzt jemand ein VR-Headset aufhat, guckt zur Tür, dann weiß unsere Software, der guckt jetzt zur Tür. Also öffnet sich die Tür mit einer Anschlusszene, die natürlich im Vorfeld gedreht wurde. Und genau das passiert, was der Zuschauer eigentlich denkt, was passieren soll, weil er hat ja zur Tür geguckt. Das ist so in nutshell der Unterschied. Ja, okay. Wir gucken mal ganz kurz dein Showreel an und ihr könnt vielleicht ein bisschen besser verstehen, was da los ist bei euch. Electrons could have different masses, or gravity could have different strengths. Il est jeune, mon seul fils. Das sieht natürlich wahnsinnig cool aus. Ich glaube, 1974 war es, dass Michael Ballhaus, auch ein Deutscher, der damals diese Kamerafahrt gemacht hat, ne, den Film Martha, also mehr als 1963 Grad Kamerafahrt gemacht hat. Das ist also jetzt gut 50 Jahre her. Was ist passiert in diesen 50 Jahren bis jetzt? Gar nicht so viel, dass ihr die ersten seid, die solche Bilder hinkriegen. Und vor allem, wie schafft ihr das, warum die anderen das noch nicht gemacht haben? Habt ihr auch die Hardware dafür herstellen müssen? Oder war das alles da und ihr wusstet nur, wie man es benutzen muss? Das sind jetzt ganz viele Wünsche auf einmal. Ich versuche, die irgendwo der Reihe nach anzugehen. Zunächst mal haben wir das ja nicht erfunden, diese 360-Grad-Videogeschichte. Und auch VR an sich ist ja, erlebt ja nur eine Renaissance momentan. Das ist ja eine Thematik, die gab es schon in den 20er Jahren des vorangehenden Jahrhunderts auf Jahrmärkten, wo man solche Geräte hatte, die zwei Linsen hatten und dann stereoskopisches Sehen ermöglicht haben. Das Ganze auch bewegt damals schon. Und wir haben da vor so 6, 7 Jahren angefangen, uns intensiver mit zu beschäftigen. Und im Zuge dessen
war das erste Problem, wo kriegst du so eine Kamera her? Weil es gab halt keine out-of-the-box 360-Grad-Kameras. Also haben wir uns mit ein paar Kollegen zusammengesetzt, die ein bisschen Ahnung von optischer Physik hatten und haben uns dann mit 3D-Drucker einfach Rigs gebaut, haben Kameras da dran geschnallt und so lange gebastelt, bis es irgendwie funktioniert hat. Und gleichzeitig haben wir einfach im Internet so ein bisschen die Klappe aufgerissen und erzählt, okay, wir können das. Und tatsächlich hat es dann auch funktioniert. Und so haben wir einfach quasi Trial and Error, Fail Forward, immer die Sachen weiterentwickelt, bis dann nachher auch Standardkameras am Markt verfügbar waren. Und was ihr jetzt gesehen habt, diese kleinen Zusammenschnitte, das wirkt natürlich aufgrund der Tatsache, dass ihr das als Film seht, wird das vom Gehirn einfach als gesehen gespeichert. Sobald ihr aber diese VR-Headsets aufhabt, speichert das Gehirn das als erlebt ab. Und das ist eigentlich auch das Pro-Argument, weshalb diese Technologie so spannend ist momentan, weil man damit tatsächlich Dinge erleben kann und sich anfühlt, als ob man sie wirklich erlebt. Unfassbar, ja. Ihr habt 2016 noch einen Nachwuchswettbewerb gewonnen, ich glaube Kreativsonar heißt er. Die Hilfe brauchen wir natürlich, ja. Eure Player heißen Google, Disney, Mercedes-Benz und Amazon. Matthias Schweighöfer hat euch gegeben, damals ein Teaser zu machen für sein Video Are Wanted zum Beispiel. Und ich habe vorhin schon erzählt, dass ihr einen Anruf gekriegt habt. YouTube war es, ne? Erzähl mal davon bitte. Ja, das ist auch ein lustiges Learning war das. Also wir hatten, das war so 2016, 2015, 16, als es alles anfing hochzukochen, als jeder irgendwo bewegtes 360-Grad-Bild wollte. Das war so medientheoretisch, sagt man da, the medium is the message. Also damals war das Medium an sich vielmehr die Botschaft. Da ging es weniger darum, was man jetzt gesehen hat, sondern die Tatsache, dass eine Firma dieses Format eingesetzt hat, hat per se dazu beigetragen, dass die als innovativ wahrgenommen wurde. Und so kam es dann auch, weil wir halt eine gute Sichtbarkeit online haben, dass irgendwann YouTube zunächst in Berlin anrief und fragte, könnt ihr mal bei uns im YouTube-Space einen Vortrag halten, wie das eigentlich alles funktioniert. Da war ich zunächst mal verwirrt und dachte mir, warum, was wollen denn die Jungs? Die wissen doch alles, wie es funktioniert. Was wollen die denn von uns? Und dann kam ein paar Wochen später ein Anruf von dem großen YouTube-Studio in LA, das ist das Größte, ob wir das dort auch nochmal erzählen können. Und haben wir auch gemacht, hat sich auch jeder gefreut. Und für uns war das spannende Learning, dass Tech-Konzerne zwar oft Basistechnologien bereitstellen, aber in dem Bereich, was Storytelling und Inhalte angeht, zum Teil extrem wenig im Thema sind einfach. Die können zwar High-Tech anbieten, aber diese ganze Komponente, was das Erzählerische angeht, da sind die relativ weit außen vor. Und da konnten wir dankbarerweise reinspringen. Timo, nickt die ganze Zeit? Das hast du auch so erlebt, oder? Ja, absolut, auf jeden Fall. Also YouTube bietet ja auch gerade für kommerzielle Formate ganz viele Technologien an, wie Reels und wie auch immer, dass man personalisierter eben am Ende Werbung ausspielen kann. Das funktioniert technisch immer ganz gut, aber wenn man eben das Narrativ dafür nicht hat oder das Storytelling dafür nicht hat, dann kann das auch ganz böse nach hinten gehen am Ende. Genau, also das ist auch so ein bisschen das Dilemma von, wenn man YouTube nimmt, ob die wirklich Inhalte selbst produzieren, weil sobald sie anfangen, Inhalte selbst produzieren, dann haben sie das Problem, dass sie halt eine Sendeanstalt werden. Dann haben sie ganz andere rechtliche Voraussetzungen nochmal. Deshalb versuchen die halt, die Creators einfach zu enablen, dass sie möglichst viele Leute mit den Technologien, für die sie Basis darbieten, vertraut machen. Dass die das verstehen, was kann das Medium, was können wir damit tun. Und das waren dann die Geschichten, die wir eben angefangen haben, mit dem Know-how-Transfer in den YouTube-Studios eben den Leuten anzubieten. Wahnsinn. Im Grunde ist es ja eine riesige Spielwiese, die da vor uns liegt, kann man ja fast sagen, vor euch Filmschaffenden. Gibt es manche Momente, wo dir das Angst macht? Angst ist ja oft Begeisterung, die sich verkleidet. Wenn man erstmal dieses Kleidchen lüftet, der Angst, und dann wirklich die Begeisterung darunter spürt, ist das einfach ein unglaubliches Feld der Möglichkeiten. Man muss natürlich sich bewusst sein, dass das größtenteils experimentell ist. Wir können zwar natürlich Rückschlüsse ziehen aus Erfahrungen, aus Sachen, die wir gelernt haben, aber im Endeffekt so den heiligen Gral oder diese Silver-Bullet-Lösung, dass wir sagen, okay, genau so funktioniert es, das ist aktuell einfach nicht da. Bis es soweit war, also von dieser Idee, die wir vor einem halben Jahrzehnt entwickelt haben, eben dass Videos auch interaktiv sein können, dass das Realfilm interaktiv sein kann, bis zu dem Punkt, dass wirklich jetzt ByteDance aus China anrief, wo ich auch gedacht habe, es wäre ein Spam-Anruf oder eine Spam-Mail. Das sind lauter chinesische Zeichen. Ich denke, guck mal, schreibt dem mal, was der will. Man kam halt wirklich zurück. Das war halt kein Spam, das war halt wirklich denjenige Scouting Division, die halt geguckt haben, wer macht denn hier was in Europa. Und so ging dieser Kontakt halt los. Erzähl mal, wie ging das dann weiter? Und dann haben wir uns mit denen einfach in Berlin getroffen. Die sind dann direkt mit einer ganzen Delegation angereist. Und die sind tatsächlich nach Europa gekommen. Ist ja irre. Also, die haben richtig dich gefunden und haben gesagt, so, okay, Ben, da geht's. Also,
die haben uns gefunden, die haben mehreren Firmen in Europa gequatscht und wir haben letzten Endes den Auftrag bekommen, das umzusetzen, ja. Ja, welcher bekannt seid ihr? Ihr seid spezialisiert und so kommen wir zu dem großen Thema Web 3.0. Ich habe nämlich Lukas Beckenbauer hier. Ich bin selber ganz klar. Lukas, wie erklärst du deinen Eltern, was du beruflich machst? Jeder kennt Web 1.0, das ist einfach der Anfang des Internets und der bekannteste Browser ist erst der Netscape Navigator gewesen und dann der Internet Explorer. Und Internet Explorer kennt wirklich jeder. Und das waren einfach an Basic Web Pages, HTML, E-Commerce, JavaScript. Auf einmal gab es ein bisschen interaktives Internet, aber halt alles ziemlich basic. Und dann kam so eine Revolution, die Plattformrevolution. Artefakt, würde ich sagen, ist zum einen natürlich das Smartphone, aber auch Social Media und Apps. Das definiert unser heutiges Leben. Wir haben das auf unseren Handys. Jedes Mal, wenn wir einfach auf unser Handy schauen, sind wir schon Teil dieses Netzwerks. Es gibt Platform-based Communities und die sind aber trotz allem zentralisiert. Das sind zwar verteilte Netzwerke, aber sie sind zentralisiert durch große Unternehmen, die dann die Informationsstrukturen und auch die Informationsökonomie dahinter strukturieren. Ihr könnt ja Folgendes da, ne? Ja, also das ist einfach die Welt, in der wir leben. Genau. Ich hoffe, das ist noch praktisch noch nicht abstrakt. Dann kommt Web 3.0. Ist es jetzt so, dass es eine Token-based Economy gibt und die bekanntesten Wörter sind NFTs, Wallets, Bitcoin, Ethereum, Kryptowährung, AR, VR oder auch AI, das sind aber alles Sachen, die eigentlich nicht wirklich was damit zu tun haben, aber theoretisch schon, wenn wir da mal so weit sind, dass wir Web 3.0 haben, dessen Essenz ist, dass es ein tokenbasiertes Internet ist. Das heißt, digitale Items sind erstmal eindeutig und zweitens, indem sie eindeutig zuweisbar sind, haben sie auch ganz eigene Werte. Also die Ursprungsidee der neuesten Welle von was ist Web 3, wir müssen die Macht, die die großen Plattformen zentralisiert haben, zurückgeben an den Rest des Internets und eigentlich wieder zurück ins Besinnen, was das Internet ist, nämlich ein Ecospace. Genau, das betrifft jetzt das Internet ganz generell. Lass uns das Ganze jetzt so ein bisschen doch nochmal versuchen, auf die Filmbranche zu übertragen. Macht es einfach mal greifbarer. Es gibt ein Projekt, das heißt Story of a New World, ein Film, den wir bald alle sehen können. Du bist Mitproduzent, kann man so sagen, Mitproducer von diesem Projekt. Erklär uns ganz kurz anhand von Story of a New World, wie Web 3.0 in Zukunft auch die Filmbranche verändern kann. Der Story of a New World ist eine Co-Produktion und es geht darum, also es ist ein Nachhaltigkeitsfilm. Und das ist halb Doku, halb Fiktionalfilm. Es ist genauso wie die Projekte, die Daniel genannt hat, dadurch, dass es VR ist. Es ist ein Hybridprojekt, das hat schon eigentlich Web 2.0, aber vielleicht Web 2.5, weil es geht sehr stark darum, die User einzubinden. Ihr könnt Teil des Films werden, es gibt ein gemeinsames Crowdfunding und es gibt einen Prozess, der sozusagen, also es soll eine Impact-Kampagne geben, der Film wird in vielen Ländern ausgestrahlt und soll sehr partizipativ sein. Also er ist in diesem Sinne ein crowdbasiertes Projekt, wo es darum geht, eine große Community aufzubauen, die natürlich auf Leute getargetet ist, die sich dafür interessieren. Es geht um eine junge Zielgruppe, es geht darum zu sagen, okay, es ist ein wertebasierter Film, wir sprechen Leute an, die eigentlich noch deutlich jünger sind als ich sogar, denen eine andere Welt wichtig ist und denen auch eine andere Form von Entertainment wichtig sind. Das ist insofern aber endet es bei Web 2.5, weil es nicht immersiv ist. Es gibt eine ganze Ökonomie, die um bestimmte Tokenmodelle oder Wirtschaftsmodelle oder bestimmte Blockchains entsteht, die von Kollektiven betrieben werden. Es gibt neue Rechtsformen, die mehr oder weniger noch nicht festgelegt sind, aber in Europa sind schon manche möglich. Wo es zum Beispiel darum geht, man kann eine GmbH tokenisieren und dezentralisieren und durch digitale Assets abbilden. Das gleiche ginge auch für Intellectual Property. Ja. Soweit kann ich folgen. Wie sieht es denn zum Beispiel aus in der Werbung? Was wird denn Web 3.0, also wir haben es ja skizziert bekommen, ne? Was würde Web 3.0 in der Werbung verändern können? Wenn zum Beispiel Storytelling verändert werden kann, indem man eingreift, in die, ne? Also auch in deiner Hilfe, da kommt ja quasi alles zusammen. Das wird mit Sicherheit einen ganz großen Einfluss auf die Werbung haben, weil es einfach erstmal ein ganz neues Universum ist, ein ganz neues Medium ist, in dem ich Werbung treiben kann und in dem ganz viele Menschen sich umtreiben. Gibt es ja zum Teil schon in gewissen Games, die, sagen wir mal, so eine Metaverse-artige aufgezogen sind. Fortnite, der Nike-Deal mit Fortnite ist einer der größten Werbedeals, die letzten 5 Jahre über die Bühne gegangen sind, hat Multimillionen gekostet. Also das heißt, da merkt man schon, dass sich da irgendetwas verändern wird. Web 3.0, was sich da jetzt genau durchsetzen wird und welche Technologien sich da durchsetzen würden, ich glaube, wenn wir das heute wissen, dann würden wir vielleicht nicht mehr hier sitzen. Sondern das ist wahrscheinlich der damit am meisten schon anfangen kann, oder? Ja, mega gut alles.
ich habe so eine Faustformel für mich für Web 3.0, dieses steuernde Element von den Tokens. Und das ist eben, genau wie du auch gesagt hast, die Parallele zu dem, was wir tun, dass die Zuschauer eben ein Stake darin haben, eben was passiert. Und wenn die beispielsweise sich vorab entscheiden, okay, das ist mir so und so wichtig und definieren das klar aus. Man hat einen Algorithmus, der basierend auf dieser Gewichtung sagt, okay, wenn der Zuschauer aber das will, dass das passiert, dann haben die mehr Einfluss auf das, was passiert, weil sie eben mehr bezahlt haben zum Beispiel. Oder das Film so monetarisiert wird, nach der Zeit, die du brauchst, um es anzuschauen. Das heißt, du guckst jetzt deinen Film, aber das kennt vielleicht jeder, man spult manchmal so durch. Man hat gar keine Zeit, das Ding ganz zu gucken, sondern man knallt das einfach so ein bisschen flotter durch. Ich kenne das so von WhatsApp-Nachrichten, immer nur noch auf zweimal. Genau, genau das gleiche Prinzip. Das wäre mit Web 3.0 beispielsweise, dann würdest du einfach nicht den vollen Preis bezahlen. Du kaufst das Ding nicht oder guckst einfach in einer anderen Geschwindigkeit, weil es halt in Echtzeit passiert. Aber wie furchtbar für Filmschaffende. Also die Vorstellung wird so... Wie so eine Koksleit, so weggezogen. Das ist immer so ein bisschen die Frage der Perspektive, dass was für die Fliege Chaos ist, ist für die Spinne ein geregelter Abendablauf. Das ist, deshalb versuche ich das weniger zu bewerten in Kategorien, die jetzt schlecht oder gut, sondern es ist einfach das, was Technologie möglich macht. Was man letzten Endes damit tut, ist natürlich der eigenen Einschätzung überlassen, dem, was man selbst für sich rechtfertigen kann oder was kollektiv dann rechtfertigen kann. Also, mit Daniel haben wir jemanden, der an dieser Zukunft, also die schon benutzt, du bist da im Grunde noch ganz wertfrei. Du, ich sehe deine Augen glänzen total, du bremst total dafür. Timo ist cool genug zu geben, dass er nicht weiß, wie es aussieht. Susanna, bleibt das letzte Wort an dir. Wie siehst du die Zukunft? Zum Beispiel, wenn du dann die nächste Weltall bist, ich glaube ganz fest daran, als erste deutsche Frau. Wie würdest du das Ganze für mich festhalten? Also ich glaube, ich kann nicht, nicht viel dazu sagen, wie sich Web 3.0 auf den Flug in den Weltraum auswirken wird. Und gut, bei der Mission, es ist eine Wissenschaftsmission, das heißt, es geht weniger um die Vermarktung, um das Storytelling, wobei wir natürlich eine kommerzielle Mission fliegen, das heißt, wir haben durchaus die Möglichkeit. Und das finde ich wahnsinnig spannend, jetzt gerade laufen auch, also es waren auch eine russische Schauspielerin, Regisseur oben auf der Internationalen Raumstation ISS. Das heißt, man fängt auch langsam an, eben den Weltraum wirklich zu entdecken in der Filmbranche. Bis jetzt war es ja immer, das ist Gravity zum Beispiel, wurde natürlich auf der Erde gefilmt, es sah so aus, als wenn die alle schwerelos waren. Das war mit irgendwelchen Seilen so gemacht. Ganz, ganz toll. Aber ich glaube, wir werden in der nächsten Zukunft dann auch ja, die Filmbranche aufs nächste Level bringen, in den Weltraum. Und das wird sicher spannend. Ja. Das wird sehr, sehr spannend. Auch die Zukunft wird spannend. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen. Es gehört auch dazu, dass man das ein bisschen nicht versteht. Das nehme ich jetzt nicht als Negativurteil, sondern eher, okay, wir sind mit drin, wir haben ein bisschen was davon mitgenommen. Und in 10 Jahren werden wir sagen, wir waren die Ersten, die es gehört haben. Ich danke sehr, sehr, dass ihr da wart. Vielen Dank hier an unsere Gäste auf der Bühne. Vielen Dank an das Publikum hier bei uns. Ganz analog. Natürlich auch Dankeschön fürs Zuschauen auf unserer Website. Wir sind bei Filmmakers. Und wieder natürlich auch ein Förderer und Sponsoren, die wir brauchen. Ist doch ganz klar. Wir sind kreative Kompetenzteam vom Kulturvergreifer nach München, im FFS Bayern, Etafilm, Bavaria-Film, DZ Bank und der Künstlerberatungsagentur KMKB und natürlich unseren Partnern, dem Filmfest München, der TU München und Ensider. Dankeschön!